Das ist mein Freund Klaus. Er ist ein Opfer von Neuroleptika. Deswegen ist er so schmächtig. Und vorher auch schon. Von Schändungen, von Regimen, Verarschungen, von jeder Gesellschaft, Schweineorganisation. Kriminalorganisation. Achso, das ist alte von. Paragraph 63, wenn man eine Straftat begangen hat und vor Gericht kommt und dann plötzlich sagt der Richter, man soll eigentlich nicht ins Gefängnis gehen für die Straftat, sondern da kommt ein Gutachter und der schreibt dann plötzlich, dass du nicht schuldfähig bist. Das bedeutet, du bist geistesgestört, das bedeutet, du kommst in Paragraph 63 übergestülpt und dann kommst du in kein Gefängnis für eine Straftat, sondern in eine Psychiatrie. Und was geschieht in einer Psychiatrie? Das wissen ja viele Menschen nicht. In einer Psychiatrie, da muss man Drogen nehmen. Und zwar sind das keine Drogen, die irgendwie gesund machen, denn so viel ich weiß, ist von diesen Psychopharmaka noch kein Mensch, der damit gezwungenermaßen zwangsdrogiert wurde, gesund geworden, sondern im Gegenteil. Neuroleptika hat sehr schwere Auswirkungen auf alle möglichen Leute, Einzelpersonen, bloß weil sie keine Bekannte haben, weil sie einsam sind, tun sie, weil sie dem Regime kritisch gegenüberstehen, tun sie die Gutachter da schon im Vorfeld schon einen Scheißdreck in die Ohren reintrichtern, dass sie schon vorprogrammiert sind. Und das Gesetz mit den ganz Gutachtern und die Lollywood, die dieses Gesetz verteidigen, die können eigentlich über den Haufen geknallt und die können ins Gefängnis rein. Nein, mit Hochsicherheitstrakt. Nein. Keine Gewalt. Und wir haben auch keine Rachegefühle. Wir wollen alles in Ruhe klären. Ich kann sehr gut verstehen, dass Klaus sehr wütend ist. Ich bin auch diese ganze Nationen hier, ja. All diese Nationen hier. Nein, nicht mehr jetzt rumschreien. Ich hab da vorhin noch so wehrlosen Betrug, wehrlosen Bescheißung, Beleidigung gegen Wehrlose und Leblose, die an der Sexualgleichberechtigung nicht teilnehmen gelassen worden sind. Oder die Wohnungsrechte auch nicht. So, jetzt wird von mir aus, wenn du willst. Nina, wir haben eine Stahlanlage, kannst du noch ein bisschen hier ja mit? Und dann können wir sie noch. Jetzt der Fototermin ist vorbei, ihr wollt natürlich.